Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2 hier bei Heisenberg Zock. So, wir sind in Berlin, wie unschwer zu erkennen ist, und ich habe hier, Moment, ich nehme mal das Hut weg, das sieht nämlich ein bisschen cooler aus. So, ja, ich habe noch ein paar Gebäude hingestellt, wie man sieht. Ich habe gefragt, ob wir das zusammen machen sollen oder ob ich das eher alleine machen soll und es euch dann zeige. Ihr habt gemeint, macht es eher selber und zeige es uns, und das machen wir jetzt auch. Ich zeige es euch. So, also die S-Bahn, die führt jetzt hier an diesen Häusern vorbei. Hier die Güterzuglinie ebenfalls, ein bisschen wenigstens. Daneben haben wir hier noch ein paar Gebäude hingestellt. Ja, und ja, so sieht das dann halt aus, wenn wir hier hinten gucken. Für mich hat es halt immer noch ein bisschen zu wenig Verkehr, wenn man hier so schaut. Und die Besuchermagnete funktionieren halt leider nicht. Das haben wir gemerkt, das habe ich im Stream getestet. Das habe ich auch hier in den Videos getestet. Also falls ihr Besuchermagnete habt, wenn ihr selber spielt und die funktionieren, dann sagt mir das doch bitte. Dann schreibt das bitte in die Kommentare. Dann würde ich das nämlich auch nutzen, weil das brauchen wir hier, damit ein bisschen mehr Verkehr hier raufkommt. Gut, das hätten wir. Sollen wir hier mal noch kurz einsteigen? Ist hier gerade jemand unterwegs, der vielleicht... Kann natürlich auch aus der anderen Richtung kommen. Der fährt in die. Ja. Ah, da ist halt die Kamerakäse. Das ist wieder die gezoomte. Ich möchte tatsächlich sozusagen mit der originalen Berliner S-Bahn mitfahren. Und die hätten wir hier. Halt, da muss aber das Hut natürlich weg. So, dass wir mal noch den Effekt haben, wie das hier genau aussieht. Ich möchte mich gerade drehen. Wahrscheinlich haben wir eine Autosave. Nee, Autosave müsste man eigentlich lesen oben. Weil das Hut haben wir ja wieder aktiviert. So, so sieht das also aus, wenn man jetzt hier S-Bahn fährt. Einmal hier in den Dschungel rein sozusagen. Die Kollegen müssen warten, das ist okay. Ab und dann hat man auch mal ein bisschen Wartezeit. Und hier unten sind halt die Straßen zu verwaist, finde ich. Da müssen wir tatsächlich irgendwie mit Besuchermagneten arbeiten. Wenn denn welche da sind, die eben funktionieren. So, und ansonsten mag ich es halt, wenn man tatsächlich so hoch über der Stadt ist und hier überall runterblickt. Und da unten sehen wir noch den Güterzug, der jetzt tatsächlich auf der Seite eben mit diesen Gebäuden hier auch ein bisschen Abwechslung hat. Cool, und hier wird angehalten. Jawohl, weil das ist, ja, eine Haltestelle. So, was ich auch noch gemacht habe, wir steigen kurz aus. Ich habe hier hinten auch noch ein paar Hochhäuser hingestellt. Sieht man hier. Moment, ich nehme das Hut wieder weg. Da fährt gerade der IC noch raus. Ist jetzt nur ein Ansatz sozusagen, aber dass das ein bisschen auch ein bisschen moderner, größer aussieht, wenn wir hier den Bahnhof etc. haben, dass das doch ein bisschen berlineriger wird. Auch wenn das hier unten wahrscheinlich eher an Manhattan erinnert. Das ist jetzt halt unser Berlin, und unser Berlin, das hat relativ hohe Häuser. Gut, was ich eben auch noch gemacht habe, hier Hamburg, guck mal. Die Häfen sind weg, beziehungsweise ein Großteil der Häfen ist weg. Allerdings, wir haben trotzdem noch ein Problem, hier runterzukommen, weil ich das Ganze noch nicht eingelesen habe. Das habe ich tatsächlich vergessen. Ich mache das gerade mal. So, dass wirklich alles irgendwie geladen wird. Und dann hat man nämlich hier ein relativ flüssiges Bild. Werden wir gleich sehen. Mal hier runtergehen. Ja, man sieht es, jetzt geht's. Ich habe hier die Häfen abgerissen. Die habe ich stehen lassen. Also im Prinzip alle, die halt irgendwie von der Linie angelaufen werden. Dafür brauche ich noch wieder das Hut. Hier die Linien. Also die stehen natürlich, weil hier haben wir Schiffsverkehr. Aber hier hinten, das war tatsächlich nur reiner Schönbau. Und das war zu viel des Guten. Deswegen hat man hier keine Performance mehr. Was ich jetzt hier noch gemacht habe, sieht man. Ein Parkplatz einfach. Hier ein paar Container hin. Hier ebenfalls das Ganze, hier noch ein paar Hallen, damit das ein bisschen belebter aussieht, weil sonst wäre hier nur der Asphalt gewesen, weil eben ja die anderen Häfen da drauf standen. Die Schiffe habe ich hier mal gelassen, das sieht eigentlich auch nett aus, finde ich. Und jetzt haben wir tatsächlich den Effekt, dass wir uns hier eben auch bewegen können, ohne dass irgendwie die ganze Zeit ein übles Geruckel ist, weil so vom Bahnhof her ist das nämlich schon relativ cool, weil hier natürlich viele Züge unterwegs sind. Das haben wir ja relativ früh eingerichtet hier. Ja, guck mal, schönes Bild. Güterzug an Güterzug, wunderbar. Und vor allem eben, das Ganze jetzt tatsächlich wieder mit 60 Frames. Überall Bewegung, genauso wie das an so einem Bahnhof eben entsprechend sein soll. Und die LKWs tun das ihre, sieht natürlich auch nett aus. Gut, das hätten wir. Jetzt muss ich mal schnell gucken. Ab zur Autobahn, die war in Frankfurt. Frankfurt haben wir hier oben. Da hieß es, ich hätte einen Fehler gemacht. Und zwar A, bei der Autobahn beim Bau. Und das ist absolut richtig, weil
was ich vergessen habe, ist, diese beiden Hilfselemente, die man hat, da sollte man, ja, die sollte man hier bauen und dann die Autobahn mit denen verbinden. Dann hat man es parallel. Ich habe immer nur den Anfang oder das Ende genommen und dann hat man das Ganze eben nicht schön parallel. Aber ich muss sagen, mir gefällt diese Autobahn so trotzdem. Weil, kann ja sein, dass die ja gesagt haben, ein Tunnel können wir machen, ein zweites ist zu teuer. Wir gehen hier oben rum, außen rum, ja, und verprassen das Geld dann hier bei diesem Tunnel. Also, ich finde es eigentlich okay. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich es nochmal bauen soll, aber nee. Mir gefällt das, das ist hier ja wieder parallel. Das hat schon seine Richtigkeit. Jetzt haben wir aber irgendwie noch ein Problem. Genau, bei der Linie hier. Das ist die neue. Hier haben wir die Wegpunkte drin. Da hieß es mehrfach in den Kommentaren, die Wegpunkte sind falsch. Lass uns das mal betrachten. Wir haben hier Frankfurt-Main-Abzweig. Das wäre das Teil. Das heißt, wenn wir jetzt nach Oberböser Anbau fahren, dann müsste der Wegpunkt 4 auf der rechten Seite sein. Hier haben wir die Wegpunkte. Ist aber auch. Aha, da, Wegpunkt 4. Das passt. Da oben haben wir Oberböser Anbau. Das sieht man dort. Oberböser Anbau. Das heißt, wenn wir nach Frankfurt fahren, fahren wir rechts, dann brauche ich nur den Wegpunkt 2. Na, hier gucken. Wegpunkt 2. Das hat doch seine Richtigkeit. Also sonst bitte gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben, wo hier ein Fehler ist. Aber wenn ich hier gucke, hier fahren sie rechts, hier fahren sie links, beziehungsweise logischerweise auch rechts. Und hier fahren sie rein und hinten wieder raus. Also ich finde, das stimmt. Aber wenn ich mich irre, dann bitte gerne in die Kommentare schreiben. Gut, dann würde ich sagen, lasst uns mal die LKWs kaufen. Als ich zum letzten Mal hier oben auf irgendwas geklickt habe, ist das Spiel abgestürzt. Ich hoffe mal, das macht es jetzt nicht mehr. Gebaut haben wir in dem Sinn nicht viel. Das heißt, wenn das jetzt wieder abstürzt, muss ich einfach wieder laden. Ich teste es mal. Straßenfahrzeugdepot. Funktioniert problemlos. Gut, Fahrzeug kaufen. Wir bräuchten irgendwas, irgendjemanden, der Vieh und Getreide transportiert. Ich hätte gerne tatsächlich einen LKW, der beides kann. Ja, die können immerhin Getreide, aber ja, wir brauchen einen LKW, der beides kann. Die Frage ist, haben wir das überhaupt? Da haben wir Getreide, aber kein Vieh. Alle Güter klingt gut. Machen wir davon mal 10. Okay, dann mal schnell gucken. Nein, haben wir nicht nochmal irgendwo alle Güter? Getreide. Die transportieren tatsächlich kein Vieh. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Der wahrscheinlich sowieso nicht. Ja, die transportieren nicht alle Güter. Das ist halt am einfachsten. Hier haben wir schon wieder die langsamen sozusagen. Der würde wieder alle Güter mitnehmen. Der ist mir aber zu langsam. Ja, dann lassen wir es bei denen. Machen wir mal nochmal 3 Stück. Dankeschön. Dann weisen wir die Linie zu. Wie Getreide. Und da werden wir jetzt natürlich auch einsteigen und mitfahren. Ganz klar. Oh, er blinkt schon wieder. Sehr schön. Bei mir hat er schon wieder Sympathiepunkte dazu gewonnen, der LKW. Schönes Teil. Also, jetzt mal abgesehen vom Blinken. Die sehen auch sonst relativ gut aus, finde ich. Ja, schreiben wir mal beim dritten ein. Und düsen mal in Richtung Autobahn. Ich würde hier gerne vielleicht nochmal ein bisschen zurück. Entschuldigung, ich muss die Kamera richten. Ja, dass wir so hier sitzen. Hallo Straßenbahn, haben wir hier natürlich auch. Hier noch der Kollege Lidl. Das wird ein bisschen schwierig, dort zum Tor reinzukommen, weil das Ganze von krumm nach schief gebaut ist. Lässt sich nicht verhindern. Wenn man den dort haben will, dann ist das halt ein bisschen so, weil wir können die Gebäude in dem Sinne nicht schief bauen. Das geht halt nicht. Man hätte das Ganze abflachen können, dann hätten wir aber den Hügel dort nicht mehr, wo alles draufsteht. Also das wäre auch schade gewesen. So, hier die Einfahrt. Ist das die Einfahrt? Ich glaube ja. Mit dem Kollegen dort vorn. Ich gehe mal noch ein bisschen weiter nach vorn. Mir ist das fast ein bisschen zu sehr. Ja, so ist es besser. So ist das LKW-Gefühl irgendwie minim größer. So, da müssen wir natürlich noch gucken. Wir haben jetzt zwar die LKWs hier, aber da fehlen noch Züge etc. Güterzüge, die da noch Sachen rumbringen. Das werden wir nachher kurz in Angriff nehmen, würde ich sagen. Und was mir auch noch einfällt, das eine neue Städtchen, was wir noch gebaut haben. Da stand noch in den Kommentaren, dass die noch keinen Straßenanschluss haben für andere Städte. Das ist absolut richtig. Das werden wir auch noch kurz ändern. Ich höre eine Dampflok. Da ist sie. Und der Kollege Reingold kommt gleich noch entgegen. Sehr schön.
So, hier geht's genau in die Röhre rein. Oh, was hat der da gemacht? Ein kleiner Schlenker, der hat mal kurz einen Drift eingelegt. Machen wir auch. Also hier ist tatsächlich irgendwas ist hier falsch. Ich sehe es. Weil das ist nicht normal, dass du beim Wegpunkt plötzlich irgendwie ein Schleudern kommen. Aber, stimmt doch, der Weg. Ich kann den Wegpunkt ja nicht, wie soll ich sagen, ich kann nicht die Spur bestimmen, was sie fahren mit dem Wegpunkt. Das geht nicht, das wäre mir neu. Sondern ich kann nur sagen, dass die hier diesen Wegpunkt passieren sollen. Und sie fahren ja auf der rechten Seite, also sollten sie auch nicht schleudern. Oder war das jetzt genau der Grund? Waren wir zuerst auf einer anderen Spur und hatten dann diesen plötzlichen Wechsel nach rechts auf diese Spur mit dem Wegpunkt? Kann sein. Naja, ihr werdet es eh nochmal in die Kommentare schreiben, weil irgendwas stimmt nicht, das ist mir klar. Wenn ihr zu 5/6 schreibt, dass hier die Wegpunkte falsch sind, dann muss irgendwo was falsch sein, das glaube ich sofort. Aber ihr habt jetzt gerade gesehen, ich habe es kontrolliert, also die Wegpunkte sind auf der richtigen Seite. Wenn da sonst hier ein Fehler ist, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, dann werde ich das selbstverständlich fröhlich lachen nochmal korrigieren, weil ich bin dankbar, wenn ihr Fehler meldet. Ich mache die selten absichtlich und von daher bin ich froh, wenn das dann irgendwie aufgedeckt wird, dass wir es eben reparieren können. So, dort geht es eigentlich noch weiter, aber wir sind mit der Autobahn noch nicht weitergekommen. Ergo geht es hier raus und jetzt geht es auf die Landstraße. Das nehmen wir noch kurz mit, die Zeit haben wir. Ich sehe gerade noch, die Linie ist falsch. Vieh, Getreide, LKW, Lipsenmüllfabrik. Nee, das dann doch nicht. Werde ich gleich noch kurz korrigieren. Ist kein Ding. Steht vielleicht auch schon in den Kommentaren. Ich weiß es gar nicht. So, oder waren wir schon? Nee, auf der Landstraße waren wir doch nicht. Genau, jetzt müssen wir im Prinzip durch Städtchen durch. Da sieht man schon wieder, er blinkt. Das heißt, wir müssen hier links. Und jetzt geht es eben auf die Landstraße. Und in die, genau, in die Richtung hier. Sauber. Schön. Aber ich würde sagen, die Landstraße, die lassen wir jetzt mal. Ich möchte hier aber, wie gesagt, ja, den Fahrzeugersatz mache ich dann bei Gelegenheit natürlich auch noch. Ich möchte das hier kurz ändern. Moment. Bis hierhin stimmt's. So, jetzt müsste es eigentlich hinhauen. Machen wir noch einen Punkt. Lebensfabrik, ja. Jetzt hat alles seine Richtigkeit. Gut. Und jetzt muss ich mir das ganze Konstrukt nochmal ansehen, weil ich muss mal überlegen, was wir noch machen müssen. Wir haben jetzt hier folgendes. Vieh und Getreide. Kommt von hier. Jetzt überlege ich gerade. Ja, doch, das passt. Nach hier oben hin. Wobei, das ist ja nur noch Getreide. Was erzähle ich denn von Vieh und Getreide? Vieh und Getreide war Transportfieber 1. Oh, meine Kamera haut ab. Jetzt ist wieder gut. Hier haben wir nur Getreide. Deswegen auch keine LKWs, die Vieh transportieren. Alles klar. Also, die Situation. Wir bringen Getreide von hier herauf. Wir brauchen aber zweimal Getreide, um einmal Nahrungsmittel herzustellen. Und dafür haben wir doch irgendwo nochmal einen Bauernhof. Den hier unten, wollten wir den noch mitnehmen? Ich nehme es mal an. Oder war da noch ein anderer? Wir hatten halt tatsächlich... Ne, der hier war es, genau. Wir hatten wieder mal noch einen Stream dazwischen. Oder zwei, glaube ich sogar. Und dann muss ich jeweils erstmal wieder rausfinden, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Jawohl, das ist richtig. Von dort kommt auch noch was. Allerdings haben wir hier noch keinen Zug drauf. Das ist der Punkt. Was wir dann auch noch haben, ist, dass wir hier natürlich mit den Nahrungsmitteln nach Innsbruck müssen. Und hier mal gucken, ob nicht sonst noch jemand... Nö. Nee, sonst haben wir hier keinen, der was will. Gut, das werden wir machen. Aber Moment, bevor ich es vergesse, wir müssen noch nach... Wo haben wir unser neues Städtchen? Da, Klein-Helmsdorf. Die haben natürlich keinen Anschluss an den Rest der Welt. Da müssen wir mal die Straßen noch machen. Weil das Teil haben wir selber gebaut. Da muss man auch immer dafür sorgen, dass die dann noch einen Straßenanschluss haben. Warum nicht mit Tunnel? Sieht immer schick aus. Also in die Richtung wird schon mal passen. Und in die Richtung geht das einfach hier lang. Aha, Kollision. So geht's. Zack, so. Jetzt sind sie verbunden. Also zurück nach hier. Dann können wir je nachdem glatt noch mit dem Zug mitfahren. Das wäre natürlich schon noch relativ nett. Ein Depot. Oder haben wir die Linie schon? Nein, wir brauchen eine neue Linie. Von hier. Hier rein. Und das wäre dann auch viel Getreide. Getreide. Stimmt das? Jawohl, im Prinzip Oberböser. Weil das Teil dort heißt ja Oberböser Ost. Machen wir mal so.
Okay, ein Depot. Haben wir mit Sicherheit keines. Ein Straßenfahrzeugdepot haben wir. Wo machen wir das hin? Das würde hier hinpassen. Das wäre klar. Wo würde es sonst noch hinpassen? Hier irgendwo auf die Strecke oder hier unten. Denke ich, hier daneben passt das sehr gut hin. Wir schauen mal. Gebäude. Depot. Irgendwie sowas. Das ist zu groß. Jawohl, das ist eigentlich auch okay, aber zu klein für meinen Geschmack. Machen wir wieder mal das Oldschool-Teil hier hin. Machen wir das hier hinten hin. Das sieht ja nicht besser aus. Aber ich möchte natürlich jetzt nicht die beiden Felder killen. Deswegen muss das hier näher ran. Zack. Gleich schnappen. Gerne so ein altes. Straight the head hier lang. Möglichst parallel. Zack. Und dann hier irgendwie rein. Jawohl. Funktioniert auch. Machen wir doch gleich mal hier noch. Falsches Signal. Das war wieder ein Linkssignal. Wir brauchen eins rechts. So, einmal hier. Einmal hier. Ja, reicht schon. Zwei Stück. Okay, wir brauchen einen Güterzug. Güterzug, der nicht ewig weit fahren muss. Das heißt, wir brauchen nicht eine, weiß ich nicht, was für Lokomotive. Sondern irgendwie... Ja, schaut trotzdem mal bei elektrisch. Irgendwie wäre natürlich so eine Rangierlok. Irgendwie sowas in der Richtung wieder cool. Allerdings, die haben wir jetzt hier schon. Mehrfach, glaube ich sogar. Jetzt wäre mal wieder irgendwie was anderes fällig. Ja, Stadler Butler, natürlich auch cool. Fährt aber, glaube ich, auch schon. Oder fährt er wieder auf der Streaming-Map? Jetzt ist wieder die Frage, haben wir das auf der Streaming-Map oder nicht? Das Ding? Ich weiß es nicht. Uff, ja, halt auch sehr, sehr nett, ganz klar. Ich schau mal noch bei den Dieseln. Da haben wir die Amerikaner. Hier, Gravita. Sowas, Gravita, 100 km/h, das reicht dicke. Wir transportieren, ich mit meinem Vieh und Getreide, wir transportieren Getreide. Das heißt, ja, Getreide würde ich mal sagen, ist per se nicht allzu schwer, klar. Ist mir klar. 10 Tonnen Getreide sind gleich schwer wie 10 Tonnen Gold, das ist logisch. Aber, ja, es geht einfach darum, ich möchte jetzt hier nicht unbedingt eine Doppeltraktion. Muss nicht sein. Was habe ich angestellt? Moment. Zack. Hinzufügen. Jetzt. Dann brauchen wir Wagen. Cargo-Wagen. Vieh, Getreide. Ich mit meinem Vieh. Ich kriege das nicht mehr aus dem Kopf raus mit meinem Vieh. Wir brauchen nur Getreide. Da haben wir Getreide. Bei denen... Hier haben wir sicher auch Getreide. Nein, haben wir nicht. Hier. 120. Ich hätte gerne mal davon ein paar. Würde aber gerne auch noch was anderes nehmen. Noch was haben. Was transportierst du? Sieht man so gerade nicht. Getreide. Gerne von euch natürlich auch noch ein, zwei. Okay, 153 Meter. Tempo 100 ist okay. Schneller sind wir auch von der Lok her nicht. Nein. Ja, hier nochmal. Zwei Seuche. Gut. Dann hätten wir 197 Meter. Und hätten gerne, würde ich mal sagen, drei Züge. Drei Stück. Zuweisen. Orange. Wo bist du? Moment, Auge. Hä? Jetzt das Auge? Geht nicht. Moment, machen wir es so, dann finde ich es einfacher. Jawohl, weil dann haben wir nur noch das. Und das funktioniert auch. Wir können wieder laufen lassen. Und da kommt unsere schöne neue Komposition. Ach, da hinten das Feld sieht halt auch klasse aus. Eben, weil es halt nicht einfach ein Objekt ist, sondern tatsächlich ein 3D-Objekt. Schöne Lokomotive. Schienengüterlogistik. Nett. Wir steigen hier aber noch nicht ein. Ich würde tatsächlich sagen, wir lassen den mal fahren. Und dann steigen wir beim zweiten oder dritten ein, damit wir auch noch einen sehen, der uns entgegenkommt. Das wäre mir tatsächlich noch relativ wichtig. Schön, auch die Wagen. Ach, das Gras halt. Das sieht fast schon ein bisschen so aus, als wäre das völlig verwuchert hier. Als wäre das eine Strecke, die man nicht die ganze Zeit braucht. Und das ist natürlich auch der Fall. Hier vor allem die Gleise, weil das ist ein Depotgleis. Also allzu oft braucht man das tatsächlich nicht. So, wenn der jetzt dort das Signal passiert, können wir mit dem auch fahren. Ich würde sagen, wir nehmen den mal. Können wir gleich mal gucken, wie sieht das aus mit einer Kamera hier. Keine Kamera, okay. Müssen wir also anders lösen. Das glänzt mir fast ein bisschen zu sehr. Wir gehen mal in den Führerstand. Ja, allzu viel sieht man nicht. Da müssen wir es doch irgendwie so machen.
Das hat doch was. Mal kurz drehen, damit wir unsere Wagen noch sehen. Ja, cooler Zug, cooler Zug. Sehr schön. Ich mag natürlich auch eben, wenn die von Rangierlokomotiven gezogen werden, diese Güterzüge. Das sieht einfach cool aus. Das sehe ich hier tatsächlich bei unserem Bahnhof die ganze Zeit. Also kein Scherz. Auch Kollege Stadler-Battler ist hier öfters unterwegs und der zieht dann teilweise wirklich auch ewig lange Wagen. Das ist dann doch ein kleines, kräftiges Monster. Offensichtlich hier. Gut. Ah, schade, Autosave. Davon lassen wir uns nicht ins Boxhorn jagen. Nein, wir fahren gleich wieder. Keine Bange. Und wir werden jetzt auch noch sehen, wie uns der Kollege dann entgegenkommt. Das wird aber ein Momentchen dauern. So wahnsinnig kurz ist die Strecke dann doch nicht. Es sind ein paar Meter, aber es ist halt nicht irgendwie quer über die Map rüber. Deswegen finde ich auch, brauchen wir hier nicht... Oh, haben wir Signale? Ich glaube nicht. Nein, wir haben keine Signale. Ich drücke kurz auf den Pausenknopf. Haben wir relativ schnell gesetzt. Das ist natürlich kein Ding. So, sonst funktioniert das Ganze hier natürlich nicht mit mehreren Zügen. Das wird schwierig. So, mal hier. Mal hier. Dann mal hier beim... Der wird sich... Ich wollte gerade sagen, der wird sich jetzt wieder verkürzen. Das mögen sie gar nicht, wenn man ihnen Signale in den Rücken setzt. Das hätte ich gerne hier. Und das andere hätte ich gerne hier. Jetzt hier wieder ein Tunnel. Auch hier nochmal welche. Und dann ist hier der Bahnhof. Haben wir hier eine Weiche? Nee, das ist natürlich schlecht. Moment, wir gehen mal raus. Ja, das ist dann tatsächlich hier ohne Weiche natürlich nicht wirklich ideal. Machen wir noch eine. Ins Tunnel rein, anders wird es nicht gehen. Das wäre hier vorne. Jawohl, funktioniert. Vielleicht funktioniert sogar die X-Weiche. Wir bräuchten die gar nicht, aber wir machen sie trotzdem. Weil der andere Zug, der hier rausfährt, der nutzt ja dieses Gleis. Jawohl, das passt schon mal. Gut, ja, dann machen wir auch keine X-Weiche, wenn wir sie nicht brauchen. Aber wir setzen hier noch ein Signal hin. Zack, okay. Und setzen dort keins mehr. Dort haben wir eins. Das passt. So, wir gehen wieder zurück. Es ist zweigleisig, das haben wir gesehen. Und steigen hier wieder in unseren Zug. Der kann jetzt natürlich auch fahren, das ist klar. Jetzt haben wir Signale dort. So, dann genießen wir mal die Fahrt. Und wie gesagt, jetzt müsste uns eigentlich der eine Zug dann auch noch entgegenkommen. So, ich weiß gar nicht, haben wir denn auf der anderen Seite das Gleis, das wir dort nutzen? Fährt dort schon ein Zug oder machen wir dort auch noch einen? Ich werde mir das nachher kurz ansehen. Weiß ich tatsächlich nicht mehr, ob wir dort schon was gemacht haben. Das wäre dann eigentlich nochmal ein Zug, der Getreide bringen würde. Aber das glaube ich nicht, dass wir das schon haben. Oder ist das schon das Gleis, was dann tatsächlich dazu da ist, dass wir die Nahrung wegbringen? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Deswegen werde ich mir das nachher nochmal kurz in Ruhe ansehen. So, 68 km/h, es geht aufwärts. Das heißt, das ist natürlich schon. Da muss der Zug ein bisschen kämpfen hier. Sehr schön, auch das Innenleben hier. Man sieht es dort, blinkt es, macht es und tut. Und Kurvenfahrten sind natürlich sowieso immer nett. So, da hier hin. Oh, schön. Da kommen die ganzen Triebwagen. Und der Sound hier auch sehr nett. Hatten wir ja letztens im Stream, dass ich tatsächlich eine frisch geladene Map nochmal laden musste, weil wir keinen Sound hatten beim Hybrid etc., bei den ICs. Das ist eher selten, muss man sagen. Also in der Regel funktioniert schon. Ich weiß nicht, was da war. Weil die Map, die habe ich auch frisch geladen. Das hat man in Hamburg gesehen. Da muss ich erst nochmal alles einlesen. Aber hier kein Problem mit dem Sound. Auch die, die entgegenkommen, haben Sound. Aha, danke fürs Abo. Jetzt habe ich wieder vergessen, den Sound abzustellen. Sorry. Tut mir leid, das ist doch vom gestrigen Stream. Ich vergesse da tatsächlich jedes Mal, dass es dann vielleicht doch noch eine Idee wäre, wenn man die Alarme ausstellen würde. Aber ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. So, da kommt der Kollege. Ja, netter Sound. Zumindest die ersten paar Wagen hatten netten Sound. Wir gehen durch die Röhre durch und hier vorne ist er dann Feierabend. Da ist schon Kollege Bahnhof. Ja. Nett hier. Völlig in den Fels reingehämmert das Ganze. Mitten im Berg drin fast schon. So, wir haben keine Ladung, das ist klar, weil wir waren noch nicht am anderen Bahnhof. Wir hatten das Depot ja so, dass man im Prinzip direkt hier hinkommt. Schön, das Gequietsche gefällt mir auch sehr gut. Okay, jetzt mal gucken. Wenn wir hier die Linien aufrufen. Ne, hier ist noch nichts. Wo geht das hier hin? Man sieht, da ist noch keine Linie drauf. Aha.
Okay, hier rein. Das ist ein Güterbahnhof. Ja, ganz klar. Das ist in dem Fall schon mal die Linie, die wir haben, die dann nach Innsbruck rein die Lebensmittel bringt. Könnte man jetzt eigentlich auch schon machen, das Ganze. Da bräuchten wir aber nochmal ein Depot. Und was wir dann natürlich auch noch machen müssen, ist, dass wir die LKWs nach da Innsbruck bringen. Nein, die LKWs müssen nicht nach Innsbruck. Die LKWs, die bringen dann die Lebensmittel nach Innsbruck. Das werden wir machen. Gut. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns hier ein kleines Break machen. Dann gibt es morgen tatsächlich den Zug, der dann die Lebensmittel nach Innsbruck bringt. Und danach haben wir wieder Zeit für neue Sachen. Da werden wir dann gucken, was als nächstes kommt. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.